Servus Leute, heute habe ich eine recht umfangreiche Runde für euch auf Streets. Da war von allem ein bisschen was am Start. Marktroom, PvP, Kolontai und das BTR-Taxi war auch noch da. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Schaut es euch an, es war sehr unterhaltsam. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description und im ersten Comment lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Und jetzt viel Spaß. Zweimal müssen wir noch Klimov Street raus und ich muss Factory überleben. Das ist Fabrikspawn, ne? Ich gehe von hier aus auf keinen Fall in Relaxed Room. Auch wenn ich direkt daneben bin, das ist man ist da drin am Anfang der Runde immer ganz schnell gefangen. Ist eine absolute Todesfalle. So. Injector Case. Ist hier eine Keycard? Schade. Doppel-Injector kann ich nicht mitnehmen. No! Doppeltes Injector Case habe ich auch noch nicht gesehen. Shit, Mann. Doppel-Injector ja auch noch nicht gesehen. Naja, lassen wir es liegen. Falls da kein Aufstand. Der nächste darf sich freuen. Und Scarface. Green Bed? Nee, das ist keine Green Bed. Naja, ist Injector Case. Was ist das gerade wert? Nicht viel. Ohne 1000. Ach du lieber Gott. Er hat den Key, aber so ein Gear. Der wollte hier garantiert zum Looten her. Ich habe das Gefühl, ich habe was übersehen. Ist eine Waffe drin? Was haben wir hier? Naja. Der AK-545 Short. Oh ja. Biegt ja nichts, nehmen wir mit. Kann man immer noch droppen. Er hätte sich garantiert gefreut über das Injector Case. Aber wir sind ja nicht hier, um Loot zu verschenken, ne? Machen uns nichts vor. Chico, servus, wie geht's? Und Fenstertaum, vielen Dank für den Follow bekommen. Ach so, ja, stimmt, ne? Ach komm, scheiße. Wollen wir mit dem BTR? Ah, nee, ich lasse es erstmal liegen. Ich höre hier kein BTR. Wäre jetzt in der Nähe, okay.
Ich könnte das eine mit dem BTR rausbringen, ja, ist richtig. Vamos, servus. Danke für den Prime im 7. Danke für den Prime im 7. Und willkommen zur Genaubefalle. Danke, dass du den Prime mir lässt. Ich glaube, hier ist irgendwo was. Hey, Tiger. Servus. Oh, dann gehe ich halt zurück und hol das Ding noch. Sehen, ob es noch da liegt. Noch da. Das findet hier nie jemand. Gut, und wenn ich den BTR finde, dann schicke ich es weg. Das war das Leere. Das nicht found in Red könntest du nicht mal droppen. Da würde eine Meldung kommen. Hier die Tür zugemacht. What the fuck? Mach ich normalerweise nie. Da kann man was lernen, das ist wohl wahr, ja. Ey! Ist klar! Erst die Tür zu machen und dann durchgehen, man kennt's. Immer diese Scavs, ey. Jetzt weiß ich, wer die Tür zugemacht hat. Okay, wir laufen ein bisschen weiter hinten rüber. Go, go, go. Oh, Nebel ist komplett weg, ne? Hört ihr, wer da ist? Move items to stash, okay.
Mein Gott, was soll's. Easy money, dann holen wir das Ding halt noch. Vielleicht können wir ihn ja gleich nochmal nehmen und er fährt uns wieder zurück. Das ist auch nicht so weit zu laufen. Aber keine Ahnung, ob das jemand ist. Alles für den Loot? Ihr wolltet so? Ich hab's so gemacht. Weil ich immer auf den Chat höre, deswegen. Wie fährt er ein bisschen weit? Kann das sein? Wir sind richtig, alles klar. Wird schon mit dem Patch, Leute. So, Hoffmann. Let's go. Oh, lauf mal nochmal eine Runde. Tür ist hier zu. Ich glaube, das war der Scav. Vibe ist erst im August, ja. Wäre das jetzt weg gewesen, das hat mich gewundert. So, passt. Relax-Room gehen? Ich glaube nämlich, hier ist niemand. Celebellius, servus. Da war schon einer. Okay. Interessante Route, die ich bis jetzt gelaufen und gefahren bin. Mal schauen, vielleicht ist er Voluntar hier. So aus. Doch, da ist was. Oh, da ist er. Oh, shit. Ich glaube, einen haben wir.
Agio-Spatzler! Aua! Ja. Haben wir doch. Das ist Gap, okay. Puh. Das hätte böse ausgehen können. Ich lass mal einen Mac machen. Da. Das hätte böse ausgehen können. Die Tracer konnte man gut sehen. Ja, Gott sei Dank hatte der die scheiß SMG und nichts Gescheites. Sonst wäre ich tot gewesen. So, Colantine ist tot, ne? Alter, bleib stehen, bitte. Bleib stehen. Eigentlich hätten sie mich haben müssen da an der Stelle. Okay, ist tot. Passt. So, das hier ist Colantine, ne? Oh, da drüben geht's auch noch mal. Hat er geladen? Noch PP, okay, nehmen wir mit. Das Ding ist nichts wert, ne? Ich glaube, ich krieg gleich noch mehr Besuch. Kommt drauf an, wie man fragt, ob PvE easygoing ist. Hätte ich gesagt. Die ist natürlich voll im Arsch, ne? Ganzen Warenbau hier nicht durchlooten, ne? Naja, jetzt sind wir schon bei der letzten. So. Dann müssen wir die zwei Typen da draußen noch looten, ne? Aber wir tackern uns jetzt erstmal die Arme dran.
Also ich finde PvE grundsätzlich schon ein bisschen einfacher, wenn man halt weiß, wie man mit KI umgehen muss, ne? Da hinten waren nochmal Shots, ne? Ich muss aufpassen. Ich glaube, hier kommt wer. War ein Scav, der sich hier bedient hat. Kleine Ratte. Ein paar Einschusslöcher am Kopf, ja? Ich glaube, das war schon von vorher. War ein Scav, der sich bedient hat. Aber man hat ihn irgendwie gehört. Hier haben auch schon jemanden gekillt, so wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob das ein normaler Scaffer kann sein. Okay, okay. Mal kurz hier ein bisschen Ammo machen. Es gibt keine Patch Notes fürs Update bis jetzt. Hatte der echt? Ich dachte, der hatte... What the fuck? Das hat sich irgendwie so nach der Shrimp SMG dachte ich, dass er die hat. War tatsächlich eine M4. Ah ne, Moment, der hier. Ah, das war nochmal was anderes, ne? Oh mein Gott, ey. Hier zusammen looten. Und dann raus hier. TK, vielen Dank für den Follow bekommen. Feldbett ebenfalls, vielen Dank für den Follow, willkommen.
sind halt auch schon voll gelootet, die zwei. Das gibt's doch nicht. Ne? Mal mit. Oh boy. So, jetzt kommen wir erstmal zu dem hier noch. Den habe ich noch gar nicht angefasst. Ach du lieber Gott. Ihre Plätze, Gott sei Dank nur. Seine 60er Karmic ist leer? Stimmt. Okay, Leute, raus hier, würde ich sagen. Raus hier. Naja, Markroom gelootet, BTA benutzt, Leute gekillt, Kolontai gekillt. Scav-Player gekillt, was will man mehr? So, jetzt muss bloß die Flare funktionieren. No! Okay, zurück. Da hatte noch einer eine Flare. Ich hasse diese scheiß Flares, Mann. Sei doch, wusste ich doch. So. Diese Flares, ne? Keine Ahnung. Besonders an der Stelle, ich hasse es. Ja, Leute, das Update ist für jeden langsam und es ist für jeden Error. Stirb doch bitte. Okay, wir gehen jetzt rüber. Wir gehen jetzt rüber, ich mach das nicht von hier. Raus hier. So, passt. War doch eine gute Runde, oder? Ja, Leute, Update ist für jeden das gleiche. Es kam bloß heute schon 3 Millionen Mal dieselbe Frage und Aussage. Oh, hallo YouTube draus, war doch eine gute Runde. Auf geht's. Boss gekillt, gutes PvP, guter Loot. Überlebt haben wir auch noch. Passt.
Am Anfang der... Ich habe drei Leute da gekillt? Ich habe drei Leute gekillt. Hä? Ich habe zwei in einer Sekunde? Wer war denn der dritte hier? Habe ich genadet? Wie habe ich denn den gekillt? Da war noch einer am Transporter. Wow. Keine Ahnung. Kann mal einer zurückgehen und das vielleicht klippen? Würde mich interessieren, wie ich die gekillt habe. Aber ja, auf dem YouTube-Video wird man sehen. Ich dachte ja, ich hätte bloß drei Kills, jetzt habe ich vier Kills. Passt. Und Kolontai? Kann nicht meckern, kann nicht meckern.